Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, ihr seht, es ist ein bisschen Nacht geworden, nicht? Wir haben einen neuen Auftrag. Eine Sucherin von den Toren teste das Überbrückungsgerät an einer Maschine. Überbrücke einen Läufer. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das überhaupt hinkriegen. Mal schauen wir mal kurz hier rein. Wo wir. Ah, okay, hier sind die Läufer, das Läuferareal. Dann müssen wir da mal irgendwie einen überbrücken, wa? Was war ich da? Für so einen Steinkreis? Was sind das? Okay, also überbrücke einen Läufer. Und die bringt tatsächlich 6000 EP plus einen Fertigkeitspunkt. Würde man sagen, okay. Gehen wir es an. Aber wir haben noch einen Händler hier. Schön. Nett, dich kennenzulernen. So. Ja. Outfits. Ja, ich hätte hier gerne, damit man mich nicht so leicht sieht, ne? Da brauche ich 200 Metallscherben. 121 habe ich. Rohstoff. Dessen habe ich natürlich mein Beutel aufgetunt, ne? Hoppla. Dies wollte ich jetzt nicht. Verzeihung. So, da hinten haben wir schon die Läufer. Und natürlich aufpassen. Haben wir das Überbrückungsgerät hier drin? Nö, das Schockdraht oder so, aber mal gucken, ob das gleich aktiviert wird. Für mich. Läufer. An ihm kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Unbemerkt nähren. Okay, dann mal los. Komm jetzt, mach schon. Aha. Na also, braver Junge. Okay, und warte mal, wie kann ich... Nee, langsamer. Okay, warte mal. Okay, stopp mal. Wie komme ich jetzt runter? Nee, stopp. Aha. Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Okay, ein bisschen. Ja. So, wir haben einen Läufer. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Das wäre natürlich echt cool. So. Jetzt geht's. Ja, hierhin. Rede mit Varl. Ja.
Etwas schwerfällig, die Steuerung allerdings. Könnte etwas leichtfüßiger sein. So, stopp. So, bevor wir gleich brechen, haben wir hier auch noch einen Händler. Okay. Ach, der hat sogar mehr. Oha. Die hat... Diese Händlerin, die hat ordentlich was da. An Ausrüstung. Geräusche. Direkt vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein. Seid vorsichtig! Holt es näher ran! Her! Wahl, nicht wahr? Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Du hast also tatsächlich überlebt. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst... Sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich's schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Ach, nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sich schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie...
Sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Ein Läufer! Nein, nein, nicht schießen. Das ist meiner. Wie ist das möglich? Ist schwer zu erklären. Ich habe was entdeckt. Verstehe. Okay, wir haben jetzt, oder wir müssen jetzt in der Mutterkrone. Rede mit Maria in Mutterkrone. Aber wir müssten noch eine Nebenquest bekommen haben, ne? Also, okay, warte mal, Hauptquest. Die Spuren der Kriegsherrin. So, das ist jetzt der absolute, die Hauptquest komplett. Und das ist jetzt die, die ich jetzt habe. Also da muss ich mich zum Schlachtfeld irgendwie begeben. Zum Nora-Kriegstrupp, der wurde überfallen. Aber das Waffenlager bin ich natürlich überhaupt noch nicht. Gucke ich mir auf Karte an. Wo ist denn das? Oh, da, alles Waffenlager. Finde eine Verwendung für die Energiezelle. Ja, wahrscheinlich werde ich das noch nicht schaffen können, nicht? 25. So, da oben ist jetzt die Hauptquest. Schön gewaltig die Map, muss ich schon sagen. Wobei wir jetzt natürlich so eine kleine. Ja, also wir sind noch sehr, sehr klein. Aufträge. Habe ich das? Also muss ich mir erstmal den hier aktiv schalten, ne? Die. Oh, da. Begib dich zum Schlachtfeld, ja. Das hier eigentlich. So steht das da eigentlich nicht, was das sein soll. Kann man hier keine Legende oder so aktivieren? Options Filter. So, unentdeckt. Hä? So, die kann ich dann ausblenden nur. Bitte, das ist ein Waffenhändler, den man da tauschen kann. Ja, also okay, dann habe ich mir erstmal den hier freigeschaltet und den... Ja, dann gehen wir jetzt quasi erstmal hin. Du willst mit mir reden? Ja. Die Göttin schütze dich. Also es wäre auch wieder das gleiche gewesen, was er zu sagen hat. Den haben wir hier. Wie ich höre, hast du bei der Erprobung andere gerettet. Du bist wirklich ein Geschenk für die Nora. Die Göttin schütze dich. Danke sehr gerne. So, mein Lagerfeuer. Da holen wir erstmal hier. Mein ganzes Leben. So. Immer im Becken. Die Welt ist größer geworden. Aber auch gefährlicher. So, manuelle Speicherung. App. Meine Läufer lassen wir mal da hinten stehen. Also wenn, dann bin ich sowieso immer gut zu Fuß unterwegs. Macht auch mehr Spaß, weil wir so ganz viele Sachen natürlich mitnehmen können immer. Genau, wir bleiben einfach mal auf dem Weg und gucken, wo wir da vorbeikommen. Oh, wen haben wir denn da? Ab hin da. Hallo? Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran
Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es, lief nicht so gut. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Ich muss jetzt los, Gren. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. So, okay. Das müsste jetzt natürlich eine Nebenquest sein. Ah, Jagdgebiete. Okay, Nora Jagdgebiete. Hä? Hier ist alles. Das sieht mir recht kompliziert aus. Muss ich mich mal kurz beschäftigen mit. Also, Moa Quest aktivieren. Nur Teileprüfung. Entferne Behälter von Grasern. 1,30 Gold, 2 Minuten Silber, 20 Minuten Bronze. Holzstapelprüfung. Erledige Maschinen mit Holzstapelfallen. 2 Minuten Gold, 5 Minuten Silber, 20 Bronze. Ja, und dann Renndrahtprüfung. Erledige Graser mit der Kaya-Stolperfalle. Du besitzt die für diese Prüfung erforderliche Waffe nicht. Okay, also die Sprengdrahtprüfung haben wir noch nicht. Ja, also eine haben wir noch nicht. Sprengdrahtprüfung. Aber wo finde ich jetzt die? Da hinten sind schon andere Läufer wieder. Auf Karte 2. Oh, das ist hier. Da ist das Nora Jagdgebiet. Vielleicht hierhin. Erstmal. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht vielleicht schon fertig kriegen, hä? Huh? Ich meine, ich habe Stufe 8. Ich brauche nur diese Sprengdraht-Dinger. Also Sprengdraht. Prüfung. Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren, nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Hm, trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem.
Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist, ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Nein. Mein Freund und ich verließen das Heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge. Doch die Kaja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Kaja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen. Nicht ganz Kaja, nicht ganz Nora. Wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen, ohne die Erlaubnis der Stammmütter? Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können und Abzeichen, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Ich muss allmählich los. Ich werde hier sein, wenn du dich prüfen willst. So, okay. Ich habe erstmal abgebrochen, ne? Denn hier haben wir noch einen Händler stehen. Das ist nämlich zum Glück der Fall. So. Schauen wir mal, weil ich brauche nämlich diese Sprengfallen. Hier, diese Sprengfallen, glaube ich, oder? Schauen wir noch mal kurz in das Inventar. Oder, warte mal, Quest. Ach, guck mal. Jagen für die Loge. Das ist nochmal was anderes. Also Stufe 16 dann. Also wie gesagt, das ist nochmal was anderes. Coole Sache. Und Jagdgebiete. Da muss ich dann diese da machen. Und ich brauche eine Sprengdrahtfalle. Ne, mit der Kaja-Stolperfalle. Ich brauche die Kaja-Stolperfalle. Die ist aber hier nicht drin. Oder? Doch, da. Oh, ich brauche 180 Scherben. Okay, 180 Scherben, um die zu holen. So, dann schauen wir uns noch mal die anderen zwei Prüfungen eben an. Das sind... Ich muss. Entferne Behälter von Grasern. Wie entferne ich den Behälter? Das schaue ich mir mal an jetzt dann. So. Die schalten wir mal jetzt aktiv hier, diese Quest weiterhin. Ach so, nee, hä? Nee, warte mal, das ist doch hier. Nee, das ist Jagen für die Loge. Rede mit dem Hüter des Jagdgebiets. Hab ich ja im Grunde schon, oder? Dann muss ich die da auch starten, die Prüfung. Okay. Speichern wir erstmal einmal. So. Gucken wir jetzt mal. Bereit für eine Prüfung? Okay, guck mal, da kann ich selbst wählen. Warte mal, fragen. Okay, nee, entscheide dich. Welche Prüfung interessiert dich? Ich erkläre sie dir.
Okay, gut, er erklärt's. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Okay. Da muss ich den Grasen abschießen. Also da ist dann quasi nichts mit, ja. Perfekt. Die Zeit rummachen. Läuft, wenn du am Seil runterrutscht. Okay, also, die Zeit läuft, wenn ich am Seil runterrutsche. Ah, da sind die Graser. Schau mal. Okay, let's go. Okay. Bei 1,30. Okay, also muss ich jetzt... Ich noch einer für Nebenquest. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon in Silber nur noch drin. So, es sind 6, also ich werde auf jeden Fall nur Bronze bekommen. So, ja, jetzt muss ich wieder mit dem Hüter sprechen. Also das war jetzt, glaube ich, ein Flop, wie ich das gemacht habe. War, glaube ich, nicht so toll. Nehmen wir erstmal alles mit, was die haben für mich. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich... Genau, den habe ich auch schon drauf, diese neue Quest dort. Jo. Komme ich da jetzt eigentlich mit dem Seil auch drauf oder geht das noch nicht? Muss ich nämlich einmal rumlaufen. Muss einmal rumlaufen, um natürlich... Ah ne, warte mal, guck mal hier. Geht sogar ein einfacher Weg.
hast leider zu lange gebraucht. Versuch es doch noch einmal. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Die ist sehr gut. Die Zeit läuft, wenn du ein Seil runterrutscht. So, okay. Würde ich mal sagen, natürlich sind die Graser wieder da unten. Aber schon dichter dran. Was ist denn das? Mein Gott, okay. 1,58. Ui, also das ist schon, muss ich sagen, nicht so einfach. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Also, immerhin haben wir jetzt schon mal Silber erreicht. Ja, endlich habe ich jemanden gefunden, der die Vollsonne gewinnt. Oh, Stufe 10 erreicht, gut. Aber das gibt 5000 EP. Nett. Warte mal, ich hab doch. Hab ich jetzt schon. Hä? Ich muss gehen. Ich muss mal überprüfen. Falls du wiederkommen willst. So, also muss ich mal überprüfen kurz die Quest. Aber ich hab die die Glutsonne. Die habe ich noch nicht. Die Glutsonnenkiste. Oh, wir haben sogar mehr Schatzkisten. Nehmen wir doch mal alle mit. Das ist gut. So.
Okay, und jetzt muss ich nur noch die Vollsonne machen. Also ich hätte es durchaus schaffen können, ne? Hätte es durchaus schaffen können. War leider doch verkackt. Müssen wir weitermachen. Möchtest du es nochmal probieren? Ja. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Die gefällt mir. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. So, genug Pfeile haben wir. So, 4 habe ich schon mal. Wieder nix mit drin war. Scheiß, Mann. Nicht genug Maschinen übrig. Nein, wieder nicht geschafft. Wieder nicht geschafft. Die Maschinen sind abgehauen. Sie sind weg. Das war wohl nichts. Aber du kannst es nochmal machen, so oft du willst. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Hab viel Spaß. Die Zeit läuft, wenn du eins der Seile runterrutscht. Ja. Das gibt's doch nicht. Wie jagt man denn am besten? Vor allem auf Zeit. Das ist natürlich alle da versammelt, aber... Ich habe den Weg gespürt.
Oh. Den zweiten habe ich nicht wahrgenommen, den ersten schon. Fehlen halt noch sogar 4 Stück. Da wäre nicht genug Maschinen übrig, super. Alle weggemacht oder was? Hebe ich mir für später auf. Ich glaube, ich muss, was das Jagen angeht, noch einiges lernen. Das nehme ich lieber mit. Du hast es nicht geschafft, aber bestimmt nächstes Mal. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich bin soweit. Vielleicht sollten wir mal auf Feuerpfeile wechseln, ha? Huh? So, bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Da muss ich ja nicht runter, sondern hier. Erledigt. Holy shit! Wow! Holy shit. Alle kaputt. Alle kaputt. Also riesen Feuersturm war das. Nee, warte mal, Prüfung fehlgeschlagen.
Aber Standardprüfung abgeschlossen, oder? Also, besser geht's doch gar nicht. Ich hab die doch alle komplett gegrillt. Wahrscheinlich durfte ich das jetzt nicht, wa? Ach, Mann. Oder doch geschafft. Das war wohl nichts. Versuch es doch noch einmal. Mann, ey, das war doch so nice. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Die gefällt mir. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Och Mann. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Junge. Das nehme ich doch mit. Also das ist verdammt schwierig schon. Vielleicht soll ich da mal meine Fähigkeiten etwas anpassen. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Ja, meine Fähigkeiten werden jetzt mal ein bisschen angepasst. Vielleicht kann ich das ja mit einem doppelten Schuss regeln.
Ja, auf jeden Fall abgeschlossen, aber das war jetzt nicht so, so toll. So ein paar Fähigkeitspunkte habe ich ja jetzt sogar schon, ne? So. Digga. Kritische Treffer verursachen mehr Schaden. Ja. Lastenträger brauche ich ja nicht. Ausweichtalent. War das doch, wo man mehr, wie nennt man das jetzt? Zwei Pfeile, glaube ich, abschießen kann, ne? Da. Da brauche ich noch einen. Schwerlastträger ist notwendig. Doppelschuss, ja. Der ist dafür notwendig. Ja, und jetzt fehlt mir dieser eine Punkt hier. Das ist einen doppelten Schuss zu machen. Geschafft. Schwer. Jetzt wirst du bestimmt eine Halbsonne. Ja, aber was nützt mir die? Ich will die ja Teste richtig dein machen. Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserücken abschießt. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich bin soweit. Das Schießen spare ich mir für das Jagdgebiet auf. So, ja. Also es ist nicht so einfach. Ne? In 1,30 muss ich die ganzen Dinger runterschießen. Och Mensch, ey. Ja, nicht genug Maschinen übrig. Einer hat mich nämlich zu viel anders gekillt, ne?
Deswegen nützt das nichts. Wettrudern. So, soll ich jetzt einfach mal die andere Prüfung dann machen, bevor wir uns zu lange bei der hier aufhalten, hä? Nehmen wir mal Holzstapelprüfung. Erledige Maschinen mit Holzstapelfallen. Ich habe auch noch keine... Hab ich schon eine Holzstapelfalle? Gott, Fallen und Tränke. Holzstapelfalle. Nö, habe ich noch nicht. Okay. Fallen und Tränke. Wo ist denn eine Holzstapelfalle? Geht das zu Waffen? Oh, sogar Scharfschützenbogen. Da ist eine Stolperfalle. Soll ich jetzt schon mal kaufen, ne? So. Jetzt, wie gesagt, fehlt nur noch die Holzstapelfalle. Frage, wo kriegen wir die her? Okay. So, Quest jetzt. Oh, Tutorials. Habe ich ein weiteres. Ah, jetzt kann ich es. Okay. Also, Tutorial. Kaya Stolperfalle. 0 von 3 Maschinen mit Sprengdreh. Eine Falle, jo. Könnte ich das ja machen, ne? Die Stolperfalle. Dann nehme ich jetzt erstmal nichts an von ihm. Sondern ich werde jetzt... Ah, die muss ich ja erstmal aktiv schalten, ne? Das Tutorial. So. Sieht es jetzt aber nicht nach Maschinen aus, ne? Im Jagdgebiet. Egal, rutschen wir mal runter. Oh ne, das sind noch meine zerlegten von gerade. Das nehme ich mit. Entschuldigung, ich brauche aber dein Fleisch. Okay, wo kriege ich denn jetzt dann die... Warte mal, das... Ist das ein Sprengdraht? Das ist ein Schockdraht. Okay, Sprengdraht, Schockdraht. Schockdraht gehen.
Wo haben wir denn hier ein paar Maschinen rumschleichen noch? Im Jagdgebiet denke ich mal wenig. Da muss ich mich mal in ein anderes vorwagen. Kann ich gut gebrauchen. So, ja, zu euch später. Unten haben wir welche. Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrücken kann. Doch jetzt eine gewesen, oder? Oh, oder etwa nicht? Ah ne, okay, die. Genau, gut. Okay. Zwei. Einen müssen wir gleich noch haben. Auf der anderen Seite des Flusses haben wir den letzten. Komm, schwimm. Swimming, swimming, swimming. Boom! So, 2000 EP dazu.
Das ist cool, dass man für gerade mal diese Sachen dann auch so viel, ja, Sachen dazu bekommt. Aber erledige Grasa mit der Kaya Stolperfalle. 3 Minuten quasi. Habe ich Zeit für das? Da muss ich echt. Das muss flott sein. Das müssen wir da hinten rauf. Diese Holzdingensfalle da. Auch noch keine Ahnung, damit umgehen soll. So. 6. Holzstapelfalle. Eigentlich sollte das ja einfacher sein mit der, ha? Huh? So, jetzt haben wir egal. Erstmal das Tutorial da erledigt. Und jetzt machen wir weiter mit der Jagd. Das war nichts, aber ich war schon mal schlechter. Mach's nochmal. Erledige mit dem Sprengdraht und der Kaja-Stolperfalle Graser. Ich stoppe die Zeit. Explosionen machen ihnen Angst. Treib sie mit der Sprengschleuder in deine Fallen hinein. Mit der Sprengschleuder? Wie soll ich denn das mit der Sprengschleuder machen? Ich habe ja gar keine. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich bin soweit. Sprengschleuder. Kann ich die kaufen? Das ist eine Schleuder. Aber Sprengschleuder? Da. 200 Metallscherben. Ja, Versuch ist es erstmal wert, ne? Könnte man sie überbrücken. Aber wo kann ich das lernen? Thank you.
2. Fünf. Außer Reichweite. Komm schon unter 6 Minuten, aber das sollte doch gehen, oder? Ach ja, geschafft. So, dann sammeln wir mal alles ein hier. Okay, beim ersten Mal schon geschafft, unter den 6 Minuten zu bleiben, aber das deutlich. Aber das ist schon schwer. Schöne Herausforderung, muss ich sagen. Eine Vollsonne beim ersten Versuch. Wenn du schneller wirst, gewinnst du eine Glutsonne. Ich muss gehen. Komm wieder, wenn du willst. So, jetzt habe ich nämlich Stufe 12 erreicht. Stufe 12. Deswegen machen wir auf jeden Fall jetzt noch weiter, ne? So, herstellen. Munition. Ah, da, Sprengdraht. Machen wir mal vollständig. Das muss sein. So, Fähigkeitspunkte. Jetzt kann ich das nämlich machen, die mit dem Doppelschuss. Und das ist sogar ein Dreifachschuss. Dafür brauche ich aber nochmal drei
Weitere Lernpunkte. So, maximale Konzentration. Ja. Einen doppelten Schuss dort. Also R1, um zweiten Pfeil anzulegen. Okay. Wollen wir es jetzt natürlich nochmal versuchen, ne? Eine Quest dort abzuschließen, erstmal die erste. Bereit für eine Prüfung? Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Die ist sehr gut. Die Zeit läuft, wenn du ein Seil runterrutscht. So, okay, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt läuft. Mit dem Zielen, mit dem Fokussieren und so weiter. Bin mal gespannt. Oh, warte mal, also. Ich sollte meine Waffen hier nicht benutzen. Das wäre geschummelt. Muss ich dann unten probieren? Nein. Ich hasse es. Wieso drehen die sich denn um, ey? Wieder nix. Unglaublich. Ist ja verrückt, ist das echt. Echt. Okay, die Modifikation ist voll. Ich glaube, es gibt einen ganz einfachen Trick dafür. Ich habe, glaube ich, eine Idee, wie ich da jetzt rangehen könnte.
Aber das ist nach wie vor, ja, echt schwierig. Also ich bin 1,15 drüber, über der Zeit, die ich eigentlich benutzen darf. Gut, du hast eine Halbsonne. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserücken abschießt. Die gefällt mir. Wutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Okay. Wenn ich mich bei diesen Prüfungen beweisen will, sollte ich es fair und ehrlich tun. Wow, okay. Ja, schon hauen sie ab. Ist doch Wahnsinn, ey. Kann ich die jetzt nicht abbrechen, die Prüfung? Weil jetzt bringt es mir natürlich wieder gar nichts. Aber ich steige immerhin ein paar Stufen auf hier. Sprich nicht mit mir. Du hast noch Zeit übrig. Ah, okay. Oh, du machst nicht mehr weiter? Kein Problem. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserücken abschießt. Perfekt. Die Zeit läuft, wenn du am Seil runterrutscht. Ey, ich will das unbedingt schaffen. Das ist doch nicht so schwer, oder? Das Schießen spare ich mir für das Jagdgebiet auf. Unglaublich, unglaublich! Und schon wieder ist eine glatte Minute fast vorbei und ich habe erst drei Stück. Das ist ja Katastrophe.
Komm her. Natürlich nicht genug Maschinen, wie immer. Mann, ey. Das war's wert. Aber irgendwas mache ich doch falsch. Das wird zu schwer. Irgendwas mache ich echt verkehrt. Das war nichts. Tut mir leid. Aber beim nächsten Mal schaffst du es ganz bestimmt. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Hab viel Spaß. Die Zeit läuft, wenn du eins der Seile runterrutscht. Wie gesagt, irgendwas gibt es da vielleicht an Trick oder so, was man anwenden könnte. What? Hab ich jetzt... Ah, das sind die Holzstapelfallen. Ja, aber super. Jetzt habe ich, glaube ich, nicht mehr viel Zeit, wa? Ah, nee. Oh Mann. Ich hab die Dinger jetzt mit der Holzstapelfalle erledigt. Das ist natürlich blöd. Oh, hier sind die auch oder so? Eigentlich. Aber die rollen hier nirgendwo runter. Jetzt habe ich 5 Viecher damit erledigt, fast.
Das war wohl nichts. Aber du kannst es nochmal machen, so oft du willst. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserücken abschießt. Hab viel Spaß. Die Zeit läuft, wenn du eins der Seile runterrutscht. Let's go. Quasi nur noch einer, wo ist denn der? Da. Ach, den habe ich auch noch nicht mal getroffen. Du hast es nicht geschafft, aber bestimmt nächstes Mal. Ja, super schwer ist das, muss ich sagen. Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserücken abschießt. Perfekt. Die Zeit läuft, wenn du am Seil runterrutscht. Warte mal, kann ich nicht eigentlich die Zeit verlangsamen? Ich hatte doch schon was in meinen Fähigkeiten, oder? Alles hier mit, was wir da haben. Da. Ja, R3, um die Zeit zu verlangsamen. So, okay, beim Zielen R3. Vielleicht klappt's ja dann. Yes!
Boah. Okay, ich hab's. Also, es ist tatsächlich mit Zeitlupe. Oh, Verzweiflung. Hey, komm. Aufnehmen hier. Also muss ich mir auch erst dran gewöhnen, wirklich das R3 dann zu drücken beim Zielen. So, dann mache ich mir jetzt weg von denen, weil die Wächter sind nämlich noch hier. Aber eine Minute jetzt nur gebraucht. Da holen wir uns die Sonne ab, da die Blutsonne. Es gibt eine Glutsonne. Herzlichen Glückwunsch. Perfekt. Ja, Sprengdrahtabzeichen. Dafür brauche ich noch die eine. Warte mal. Erstmal die Sprengdraht. Den Sprengdraht und der Kaljar-Stolperfalle Graser. Ich stoppe die Zeit. Explosionen machen ihnen Angst. Treib sie mit der Sprengschleuder in deine Fallen hinein. Also, das heißt, jetzt brauche ich wirklich eine Sprengschleuder noch, die in die Fallen zu locken. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich bin soweit. So, Sprengschleuder, die muss ich mir jetzt erstmal kaufen, ne? Ja, 200, ich habe 256, gut. Hier auf den unteren. Okay, so Sprengschleuder. Gut. Okay, das haben wir deaktiviert. Erst Prüfung beenden, ja. Das ist verständlich dann. Mal gucken, wie schnell das geht. Also, glaube ich, 4 Minuten Zeit oder 3,5. Oder 3, wie auch immer. Der Draht ist nicht lang genug. Ja.
So, zwei habe ich. Alle 3 Minuten schaffe ich wieder nicht. Sechs haben wir. Ja, aber halt nur Silber, ne? Siebenunddreißig Sekunden zu kurz. Zu lang. Kann ich das eigentlich wieder einsammeln oder so? Oder bleibt das jetzt sogar da stehen? Das wäre cool, wenn es da bleiben würde, ne? So, jetzt speichern wir mal erst. Das hast du sehr gut gemacht. Nimm die Vollsonne. Ja, egal, weiter. Sprengrad und der Kajar Stolperfalle Graser. Ich stoppe die Zeit. Explosionen machen ihnen Angst. Treib sie mit der Sprengschleuder in deine Fallen hinein. Die ist sehr gut. Die Zeit läuft, wenn du ein Seil runterrutscht. So, Quest Tutorials. Ah, da habe ich sogar die Sprengschleuder. Die mache ich dann später. So, zumindest machen wir jetzt erstmal hier das nächste. Also wie gesagt, 3 Minuten nur. Drei Minuten.
Wenn ich mehr über diese Maschinen erfahre, kann ich sie vielleicht überbrücken. Oh, 5. Ich habe keine Munition mehr, aber noch viele Ideen. Geschafft. Sogar 7 am Ende, die drauf gegangen sind. So, die haben jetzt einfach mal gekillt, damit ich da die Sachen einsammeln kann, ne? Aber 2 Minuten 11 jetzt gebraucht. Also hat man das erstmal raus, wo die langlaufen, dann geht's eigentlich. Aber ich find's nach wie vor trotzdem sehr, sehr schwer. So, okay, jetzt holen wir uns erstmal die Blutsonne ab. Diese Glutsonnen sind sehr selten, sehr gut und verdient. So, Nora Glutsonnenkiste. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls du wiederkommen willst. So, jetzt machen wir das natürlich so. Die will ich natürlich immer noch, weil jetzt ist nur noch diese Holzstapelprüfung da, die ich in 2 Minuten erledigen muss. Weil ich die eine jetzt schon geschafft habe. Radkapazität. Okay, Munitionsbeutel. Die kann ich auftunen. Lassen wir das erst nochmal. So, auch hier. Ist auch die kann ich. So, nee, da kann ich was herstellen. So, Sprengbombs. So, einen Fähigkeitspunkt haben wir. Ich würde gerne hier noch den Dreierschuss haben, ha? Das ist ein Dreifachschuss. So, genau, gespeichert haben wir.
Jetzt wollte ich ja erstmal das Tutorial annehmen, ne? Hier. Und zwar, da geht es um die Sprengschleuder. Quest aktivieren. Erledige mehrere Feinde mit einer Sprengbombe. So, schauen wir mal, ob wir unten welche haben. Also im Jagdgebiet haben wir definitiv keine. Schaue ich mich mal natürlich außerhalb des Jagdgebiets mal eben um. Da unten haben wir schon so einen Wächter. Mehrere Feinde mit einer Sprengbombe erledigt, oder? Oder habe ich das falsch gemacht? Das ist doch richtig gemacht, oder? Bleibt man momentan versteckt mit einer Sprengbombe. Aber das ist doch eine Sprengbombe, oder? Da steht. Paket. Sprengbombe. 3 Stück. Herstellen. Kümmert euch wieder um euren Kram. Vor allem, ich verstehe das nicht so ganz. Also ich habe ja den einen jetzt getötet gehabt, ne? Oh. Auch den habe ich jetzt damit getötet. Ja, so ganz komme ich da gerade nicht mit. Warum das nicht wirkt. Naja, okay, dann bevor wir das machen, werde ich das mal wieder rausnehmen. Ja, ne, auch so ein Läuferareal, aber wie gesagt, erledige mehrere Feinde mit einer Sprengbombe. Ja, es sind 3. 3 Mal. Normal läuft's so, also wie immer, ich töte eins nach dem anderen und dann ist gut. Oh, es schüttet wie aus Eimern. Ja. Okay, dann schauen wir uns doch mal an, was die letzte Glutsonne hergeben kann. Also das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Mal schauen. Dann nehmen wir erstmal an. Möchtest du es nochmal probieren? Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden.
Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Die gefällt mir. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. So, ja, jetzt muss ich natürlich gucken, wo sind diese... die Sprengdinger da unten, ne? Diese... Holzstapeldinger, ne? Kann man die irgendwie sehen auf der Karte? Nee, eigentlich. Den sehen wir, den können wir nicht sehen. Kann doch nur rauszoomen. Um diese Maschinen überbrücken zu können, muss ich herausfinden, wo sie herkommen. Okay, warte mal. Wieso kriegst du die jetzt nicht kaputt? Hallo, bin hier. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade alle suchen. Okay, im Tal müssen die drin sein. Okay, einen habe ich erledigt. Ich stehe natürlich scheiße. Ganz ruhig.
da nicht hin, ey. Super, zwei. Und der eine steht da hinten noch so komisch verwirrt rum. Aber 2 Minuten, ja, ist ja eigentlich genug, aber... Naja. Keine Ahnung, wo noch welche sind. Aber jetzt wäre es schon abgelaufen. Ich breche aber die Prüfung ab. Ich stoppe noch deine Zeit. Mach weiter. Nein, mache ich nicht. Oh, du machst nicht mehr weiter? Kein Problem. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Die gefällt mir. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Ich muss den Kampf gewinnen. Wieso gehen die denn da wieder ab? In 2 Sekunden. Nicht doch. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht, aber um 2 Sekunden.
gestanden. Das war sehr aufregend. Hier, deine Vollsonne. Deinem Eintritt in die Jägerloge steht nichts im Weg. Viel Glück in Meridian. Natürlich kannst du gern noch mehr Prüfungen bei mir machen. So, ja, das mache ich jetzt auch noch. Ich mache noch weiter. Los. Ich werde hier sein, wenn du dich prüfen willst. Mach noch weiter, ja. Weil ich das unbedingt schaffen möchte. Im Jagdgebiet hier, die letzte. Also wie gesagt, um zwei Sekunden habe ich es nicht geschafft. Das ist richtig, richtig scheiße. 2 Sekunden. Was kaufen, so Sprengdinger. Okay. Ah, ich muss die jetzt erst natürlich annehmen. Du willst es noch einmal probieren? Ja, ja. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Hab viel Spaß. Die Zeit läuft, wenn du eins der Seile runterrutscht. Also, wie gesagt, nach wie vor richtig, richtig heiß, dieses Kapitel. Hat alles geklappt. Boah, mega. Und das in 19 Sekunden. Also ich glaube, schneller geht's kaum noch. Schneller geht's kaum noch. Da haben wir die dritte Glutsonne. Eine Bombe nur geopfert. 3 Pfeile. Perfekt. Oder 2 Pfeile. Cool. Hier ist deine Glutsonne. Ich selbst konnte noch nie eine davon gewinnen. Boah, 12.500 EPs jetzt. Ich muss gehen. Komm wieder, wenn du willst. Boah, krass. Also damit haben wir jetzt heute so viel Zeit investiert. So, Fähigkeiten. Die maximale Dauer von Konzentration. Ich würde jetzt fast mal den nehmen, bevor ich erstmal die 3 Pfeile nehme. Ja? So. Aber das war schon absolut Wahnsinn, wie wir die jetzt auseinandergepflückt haben. So, gut, dann speichern wir. Ja, Leute, ich würde sagen, dann sind wir auch jetzt erstmal durch mit Horizon Zero Dawn für jetzt gerade. Wir haben uns jetzt wirklich nur um das Jagen fixiert. Und ich muss sagen, es war cool. Hat sich gelohnt, aber eine Sache bleibt nur aus, nämlich hier dieses Tutorial. Erledige mehrere Feinde mit nur einer Sprengbombe. Ich habe es vorhin versucht mal zu erledigen, hat irgendwie nicht geklappt. Dann muss ich beim nächsten Mal da einfach eine Lösung finden, wie man das macht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen heute und macht's gut und bis zum nächsten Mal.